Ja, moin moin und hoch die Kaffeetassen zu mehr IoT. Wir sind wieder zurück und auch wenn ich eigentlich videotechnisch noch Aufnahmepause habe, ich habe tatsächlich immer noch einen Brief vom Lance im Gepäck. Den wollte ich aber eigentlich überhaupt nicht haben, nee. Aber ich habe jetzt tatsächlich zwischen der Arbeit echt mal wieder Zeit gefunden, habe ich mir gedacht, Mensch, auch wenn ich jetzt eigentlich gesagt habe, mit den Videos dauert es noch ein bisschen, warum nicht aufnehmen, wenn die Zeit jetzt zwischendurch mal wieder da ist? Und ich habe ja eigentlich derbe Bock auf das Game. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht abbrechen jetzt. Oder überhaupt warten. Wir sind hier mitten im, ja, ich weiß nicht, nicht letzten Dungeon, aber der vorletzte Dungeon, soweit ich das im Kopf habe. Ja, und ihr seht, ich muss mich hier irgendwie erstmal wieder ein bisschen reinfinden mit den Skelettschädel-Kollegen. Die Mucke, die ist sowas von scheiße genial. Ja, und ich weiß nicht, ob es nicht klüger wäre, vielleicht das Viech da drüben zu plätten erstmal. Wer weiß, vielleicht plättet es auch uns, keine Ahnung. Ist ja alles so im Bereich des Möglichen. Danke für nichts, Kollege. Ja, und jetzt lässt er doch diese Katze vorm Bildschirm. Fuck, ist das geil. Na, ist eigentlich weniger, denn die Katze, die nimmt mir gerade so ein bisschen die Sicht, aber... Okay, ist das jetzt alles, was wir hier machen müssen? Katze, hast du Spaß? Ja, danke, ich nehme mich auch. Denkt sich so, cool, das bewegt sich so schnell. Yeah, kann man bestimmt fangen. Nein. Soll man nicht fangen, soll man umbringen. Also wenn du das machst, ist auch gut. Dann gibt's ein extra Leckerli. Hm? Ah, für uns gäbe es vielleicht auch ein extra Leckerli, wenn wir vielleicht auf die richtige Seite hauen würden. Wenigstens. Vielleicht auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Aber wenn es jetzt das ist, sag ich mal, ist das schon ein bisschen... Ja, okay, vielleicht ist es auch einfach so eine kurze Entspannungsstelle, wo sich das Spiel denkt, boah, den Spieler haben wir jetzt so ragen lassen, komm, jetzt machen wir es mal ein bisschen easy. Ich weiß nicht, was da in die Entwickler gefahren ist, keine Ahnung. Ja, so ging es eigentlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass es anders besser geht. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich ist bevorzugt, wenn man hier durchslidet. Weil man normalerweise mehr als einen Treffer mitnehmen kann oder irgendwie sowas. Ja, wir stehen hier ohne Kaffee. Ja, ich habe tatsächlich den ganzen Tag, glaube ich, erst einen Kaffee getrunken. Irgendwas muss mit mir nicht stimmen. Ich bin bestimmt krank. Vielleicht treffe ich deshalb nicht so. Ja, nie um eine Ausrede verlegen, ne? Ist klar. Oh Mann. Aber ich bin auch echt wieder froh, hier die Mucke zu haben. Geht nichts über richtig geile Musik. Wir haben auf jeden Fall keinen Schatz hier, aber einen Gegner noch. Ich habe schon wieder nicht auf dem Schirm. Zwei rote Juwelen. Eins aus dem Dorf, soweit ich das im Kopf habe, und eins hier. Ich glaube, hier gibt es vier rote Juwelen. Das heißt, wir müssten eigentlich noch drei finden. Wow, das ging jetzt aber fix. Was denn los hier? Deine Stärke ST hat sich erhöht. Ah, und jetzt haben wir hier eine Abkürzung geschaffen. Okay, das ist auch nice to have. Aber ich glaube, wir hatten hier sowieso kein Portal von Gaia. Mir bringt das jetzt auch nichts, hier nochmal ganz rauszugehen, wollte ich sagen. Aber ich glaube, rausgehen ist gar nicht so die verkehrteste Idee. Denn wir haben hier rechts ein Portal. 39 Gegner und eine... Oh, nee. Die schon wieder... War hier nicht noch eins von den Viechern? Okay, dann ist damit nur dieses Ding hier gemeint. Nee, ach komm. Ach komm. Die scheiß Fruchtfliegen, ey. Ja, gib mir deinen Kopf.
Baba, ich will eigentlich den Kopf treffen. Könntest du hier nochmal ausfahren? Bist du so freundlich? Ja, danke auch. Eigentlich will ich die ganze Zeit versuchen, ob ich nicht doch mal wieder sliden kann. Ach so. Schlauer Entwickler, böser Entwickler. Wir kommen hier nämlich gar nicht so leicht zum Portal durch. Ihr seht hier überall, wo diese größeren Grasbüschel sind, da ist das nicht so easy machbar. Das heißt, wir müssen uns das hier erstmal durchs... Da hat sich doch was bewegt, ja? Ich sehe dich, Freundchen. Irgendjemand hat gemeint, es sieht ein bisschen aus wie eine Krabbe, aber ich glaube eher, das ist so eine genetische verunglückte Mischung aus allem. Ich weiß nicht, was das sein soll. Du bewegst dich doch... Du bewegst dich! Ja, okay, die sind farblich ein bisschen abgesetzt. Wenn man jetzt nicht ganz so Marmelade ist im Kopf wie ich, dann könnte man da vielleicht drauf kommen. Willst du mir dein schönes Gesicht zeigen? Wunderschöne Zähne hast du. Super, ich würde dich von der Colgate-Werbung empfehlen, doch, ja? Will nicht jeder so ein strahlendes, perfektes Lächeln haben wie der Typ hier? Das wollte ich machen, danke! Geilo, ja, und jetzt kratzt mich wieder irgendwo am Ohr. Wow. Ich hasse Fliegen und das nicht nur im Sommer, sondern auch hier. Boah, das sind 33 Gegner hier auf dem Screen noch. Alter, jetzt lassen wir uns hier von den Fliegen gepflegt ins... Ja, ich sag's jetzt nicht. Ihr wisst Bescheid. Ach komm. Sind die nervig. Also Fliegen sind mir tot wirklich am liebsten, doch, ja? Diese Drecksdinger. Okay, aber wir kommen hier auch noch nirgends durch. Was wir aber mal machen könnten. Hier, guck mal. Ach so. Ich wollte gerade schon volle Kanne reintreten in euch, ja? Ich wollte doch sagen, hier glitzert es ja auch noch schön. Guck mal, unsere Schuhe. Frisch poliert. Wunderbar. Ja, ich frage mich nämlich... Fliegenalarm. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Von ganzem Herzen. Wenn es ein Tier gibt, das man wirklich, das ich wirklich hassen kann, dann sind es Fliegen. Nein, jetzt kommen wir hier natürlich auch nirgend... Ah! Komm. Du hast doch auch das strahlende Lächeln für Colgate Weiß. Komm schon. Nicht so schüchtern. Sollst uns natürlich auch nicht mit deinen Zähnen hier den Schädel einrennen, aber okay. Oder wie mir das heute passiert ist, weil ich ja so toll im Essen bin, ne? Ich bin ja so ganz schlau. Andere Leute essen mit Messer und Gabel. Ich esse meine Schoki viel zu schnell und beiß mir natürlich innen voll in die Wange. Ah, ich liebe das. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht seid ihr auch manchmal so ein bisschen so ungeduldig beim Essen, weil die Schoki zu gut schmeckt und so. Ja, und dann passiert mir das natürlich, muss ich ehrlich auch noch sagen, zu allem Übel, recht regelmäßig, dass ich dann einfach viel zu schnell esse. Ich weiß nicht, wie ich's mache. Ich merke einfach nur, zack, ouch, und dann voll auf die Wange gebissen. Und das Geile ist, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, ich habe dann wirklich jedes Mal voll diese Blutdotzen innen an der Wange. Das ist so abartig scheiße, weil man merkt das dann einfach auch. Und ich denke mir jedes Mal, Gott, bist du bescheuert? Warum machst du das eigentlich? Ja, aber ich mache es trotzdem immer wieder. Da ist wirklich... Da ist ein Skelett. Ob das uns irgendwas sagen kann? Komme ich denn da hin? Komme ich hier unten lang? Jo, komme ich das? Ah, und das Geile ist mit Fiedans langem Schwert. Ich meine natürlich das Schwert, das er gerade in der Hand hat. Schon das richtige Schwert. So, mit dem kann er hier die Viecher nämlich viel leichter erwischen. Sagt uns das was? Die sterblichen Überreste eines Abenteurers sind über den Boden verteilt. Ja, lecker. Sind wir jetzt irgendwie bei Tanz der Teufel, oder? What? Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Nö, da gehen wir natürlich einfach dran vorbei. Ist ganz klar, ist bestimmt nur der Einkaufszettel gewesen. Wir hatten den Dschungel durchquert, um zum Kral zu gelangen.
Wir verstanden die Sprache nicht, doch sie wollten, dass wir bleiben. Am nächsten Morgen waren nur noch Captain Frazier und ich am Leben. Der Hunger wurde vielen unserer Freunde zum Verhängnis. Als wir die Leichen unserer Freunde fanden, flohen wir in den Urwald. Warum? Dort fanden wir Angkor Wat. Eine Legende sagt, dass man hier, wo die Geister leben, Unsterblichkeit erlangen kann. Doch alles, was wir fanden, war der Tod. Ich werde zu meinen Freunden zurückkehren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Hat er das dann auch gemacht? Ja, scheinbar nicht, wenn er hier liegt, wenn das jetzt wirklich sein Tagebuch wäre und nicht der Einkaufszettel. Aber ich kann mir noch nicht ganz einen Reim drauf machen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht soll ich das auch noch gar nicht. Und hier geht es scheinbar gar nicht weiter. Nö. Es sei denn, hier ist irgendwas von den Dingern fake, aber das sieht nicht so aus. Ja, aber ich kann mir jetzt noch nicht ganz einen Reim drauf machen. Ich meine, die waren in Kral. Das ist, glaube ich, der Ort, wo wir jetzt waren. Katze liebt den Bürostuhl. Ich hab's schon mitbekommen. Wenn du mir jetzt noch hinten in den Rücken reinkrallst, ist aber der Teufel los. Ja, ich kann mir noch nicht einen Reim drauf machen. Also, wir waren ja auch in Kral. Das war die Szene, ihr erinnert euch, wo sich Hamlet geopfert hat, damit wir und überhaupt alle möglichen hier überleben. Irgendwie. Und das war wohl auch der Ort, wo jetzt diese Abenteurer hingelangt sind. Aber, und das ist das, was ich nicht so verstehe im Moment noch, die sind dann, als einige von denen gestorben sind, wohl am Hungerstod, so wie sich das jetzt anhört, ist der Rest von der Truppe hier in den Urwald geflohen. Warum? Also ja, ist natürlich nicht schön, hier die Leichen der Freunde zu sehen oder der Kollegen oder irgendwie weit die sich jetzt nahe standen, aber dann Reis auszunehmen und in den Urwald zu fliehen? Entweder weil man jetzt dann denkt, okay, da findet man vielleicht eher noch was zu essen in der Natur draußen, oder es gab da irgendwas anderes, oder es hatte eben mit diesen versteinerten Menschen zu tun. Ihr erinnert euch ja, wir haben in Kral auch drei versteinerte Mädchen getroffen. Und ich kann mir auch noch keinen Reim drauf machen, warum die versteinert waren. Ja, der passt vielleicht besser zur Sensodyne-Werbung. Skype datet sich ab. Super. Finde ich klasse. Interessiert mich jetzt bloß im Moment nicht ganz so. Wir haben noch 17 Gegner, aber ich sehe nicht so viele hier auf dem Screen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nur der Garten hier mit gemeint ist oder vielleicht noch weitere Ausläufe vom Garten. Sorry, wenn ich gerade mal einen Moment stehen bleiben musste. Das ist so immer das Ding mit der Katze. Die hat sich jetzt überlegt, naja, wenn das mit dem Bürostuhl nicht so geil funktioniert, dann laufen wir wahlweise hier vorm Gesicht rum. Oder wir springen in den Schrank rein und schmeißen Sachen runter. Und das ist natürlich ganz toll. Also, wenn ihr Katzen habt, ne, dann kennt ihr das Problem vermutlich. Das ist jetzt nicht so das, was ich so bevorzugen würde bei einer Aufnahme. Ah, da kommen wir. Doch, da kommen wir dran. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, warum ich das hier noch einsammle. Denn wir haben immer noch 9 Leben und 99 von den Steinen. Das wird nicht weiter geupdatet hier. Das bleibt jetzt dann einfach mal stehen. Ah, ich sehe dich, Junge. Ich weiß, dass du hier gerade in der Nase puppelst unter deinem schönen Grasfleck hier. Ist eigentlich auch nichts Schlimmes, also darf er hier ruhig machen. Ich würde ihm allerdings lieber ein Tempotaschentuch in die Hände drücken. Ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so unhöflich, gerade wenn man hier Gäste hat. Ich meine, Frieden findet das bestimmt nicht ganz so geil, also. Und immerhin ist er höflich. Wir schauen uns zuerst mal hier das tolle Lächeln an und killen dann den Gegner. Kann man jetzt auch nicht so behaupten. Wenn wir dann mal irgendwie den Kopf wieder treffen würden, das ist schon so. Warum sammle ich die Dinge eigentlich noch ein? Kann mir das irgendjemand erzählen? Weil es bunt ist und glitzert. Nein. Nein. Aber immerhin noch 11 Gegner.
4, 5, 6. Ich zähle hier nur 6, aber es kann auch sein, dass es jetzt nur so wirkt. Oder dass die dicht beieinander stehen und dass es deswegen so rüberkommt. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich glaube, das sind bisher meine Hassgegner vom ganzen Spiel. Oh, ich will es ja eigentlich nicht behaupten, aber hey. Wer kennt das nicht im Sommer? Fliegen sind unheimlich tolle Gesellen. Sind die beste Gesellschaft, die man hier überhaupt kriegen kann. Und irgendwo haben wir hier noch einen Gegner. Jo, der hat gedacht, der ist ganz schlau und versteckt sich hier oben. Aber wir haben immer noch 5. Okay, das heißt, die gehören hier noch zu dem Screen dazu, oder? Aber wir kommen aktuell nicht dran. Was haben wir denn hier noch alles? Hier sind auf jeden Fall noch 3, hier direkt an der Seite. Die sind hier unten. Sind die hier? Nee, das sieht aus, als wären die auf der anderen Seite. Na, dann machen wir doch da mal Luki Luki. Nee, oder? In Reihe und Glied. Es ist doch einfach genial. Finde ich doch, finde ich jetzt einen netten Zug, muss ich sagen. Geilo! Yeah! Energie hat sich erhöht. Das heißt, wir pumpen jetzt nur noch hier 3 Kugeln überhaupt, die uns fehlen, bis zur vollständigen Energie. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Was ich mich jetzt frage, ist, was wir hier treiben. Ist das hier alles für Umeda? Oder ist hier irgendwo was? Wir kommen auf jeden Fall hier nicht weiter. Gut, da wir unten reingekommen sind, würde ich einfach mal gucken, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Ich glaube, hier mittig war doch jetzt noch irgendein Eingang. Ja, ja, da ging es hoch. Alles klar. Aber ich muss auch gerade sagen, ich bin... Passage nach innen? 12 Gegner, eine Kraft, kein Schatz. Und ich bin tatsächlich noch ein bisschen verwirrt, denn ich glaube, wir müssen doch hier viel mehr rote Juwelen finden. Es ist natürlich geil, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich habe voll Bock zum Aufnehmen, ne? Ohne, dass man mal gescheit nachguckt. Ja, keine Ahnung. Also wenn's, wenn ich die jetzt nicht finden sollte, und es sind eben noch ein paar, dann würde ich einfach versuchen, die offscreen zu holen und oder dann einfach reinzuschneiden. Ich glaube, ich kann zumindest mit meinem Renderprogramm 2 Sachen aneinander kleben. Dann würde ich das entweder hier hinten dran oder beim anderen Part vorne dran legen. Aber ich denke eigentlich, das sollte noch möglich sein. Tanzt du gerade deinen Namen oder was machst du da? Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Der hört auch einfach gar nicht mehr auf. Ist das normal? Gehört das so? Ich glaube, wir haben da gerade irgendwas getriggert. Also keine Ahnung, vielleicht gehört es auch einfach so, aber ich habe die bis jetzt immer nur so gesehen, dass die irgendwann auch wieder mit dem Scheiß aufhören. Keine Ahnung, was dem über... Ja, ihr wieder. Nein. Hat sich jetzt aber voll gelohnt, du. Wirklich? Nein. Oh, wie kann man denn so blöd sein? Man kann. Fragt mich bloß nicht, wie. Das Wie kann ich euch nicht beantworten. Oh Gott, ist das so doof. Voll bescheuert. Das, die Dinger erinnert mich... Ja, Stotterkrotter. Die Dinger erinnert mich irgendwie an diese... Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißen, aber ihr kennt die bestimmt. Da gab es doch diese, zumindest als ich noch klein war, diese Aufziehautos, die man aufziehen konnte und loslassen konnte. Daran erinnern mich die Teile irgendwie, aber fragt mich nicht, warum. Ah, hier geht's weiter, das heißt, wir kommen aus dem Screen raus. Ich würde aber eigentlich gern nochmal gucken, weil eigentlich macht das nur dann was, wenn wir ganz weggehen, kann das sein? Ey, ewig nicht mehr gespielt. Ja, na klar.
Das passiert wirklich, wenn da so viel Zeit dazwischen hängt. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie schnell ich hier Zeug vergesse. Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir können den nicht treffen und wir können uns auch... Der macht uns auch keinen Schaden. Ha. Ich glaube, ich lasse den erstmal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wir kriegen hier eine Kraft, aber wir haben eh noch 3 Gegner. Deswegen gucke ich einfach mal, was das hier überhaupt von uns will, das Spiel. Oh, wolltest du gerade springen? Ach, das tut mir jetzt aber leid. Och, und du auch. Och, oh Mensch, Friedan. So was Unhöfliches. Können wir hier runterfallen? Nö. Können wir den treffen von hier? Ich glaube es eigentlich nicht. Eigentlich ist das... Was? Ist klar. Also den auf der Seite hier treffen wir. Aber den anderen nicht? Hä? Habt ihr Entwickler da irgendwie eine Kachel zu viel reingebaut, oder? Weil ich... zumindest soll das, glaube ich, gleich aussehen. Oder das sieht doch gleich aus. Das ist doch die gleiche Entfernung hier zu beiden Seiten. Ja. Und hier ist wieder Insektengetier. Wahnsinn. Da bin ich doch wirklich mal ein bisschen froh über Friedan hier. Denn sonst wäre das, glaube ich, nicht so lustig. Warte mal. Wir haben jetzt hier einen Schatz bekommen und haben 0 Gegner. Und haben ein Portal... What? Was? Jetzt bin ich aber saumäßig von den Socken. Was? Was gibt das denn? Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass wir hier noch eine Kraft kriegen für Friedan. Eine Kraft. Badabums. Earthquaker. Kraft kann nun verwandt werden. Der Earthquaker gehört zur dunklen Macht, die nur Friedan der Dark Knight auslösen kann. Sie löst ein Erdbeben, wer hätt's gedacht, aus. Der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Haha. Springe nach unten und drücke den Angriffsknopf. Ah, das erklärt hier... Ja, alles klar, Gegner nicht mehr bewegen. Bla 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 und tschö. Hast du noch irgendwie einen Kaffee für uns? Geier? Earthquaker? Speichern? Weitermachen? Nö, scheint nicht so. Aber geile Kraft! Also ich habe mich ja eben noch mit dem Viech hier gewundert, bei dem wir nicht vorbei konnten. Dass auch sein Angriffsmodus nicht mehr geändert hat und das uns aber auch keinen Schaden gemacht hat. Und ich glaube, das war eigentlich hier vom Spiel Hinweis genug, um uns zu zeigen, dass das durchaus so gewollt ist mit dem Gegner. Also war echt jetzt ein Moment, der hat mich ein bisschen off guard erwischt. Also man steht dann erstmal da und denkt sich so, what the heck, was läuft hier ab? Wo ist das Eck, in dem ich mich verkriechen kann? Ja. Jetzt sollten wir das doch natürlich mit dem Earthquaker hier... Earthquaker. So, schauen wir mal. Springen. Alter, wie geil. Sauber gemacht, Friedan. Sauber gemacht. Ist das genial. Also, nee, muss ich sagen, ich finde die Kraft ziemlich geil. Ich fand ja diese andere Kraft für Friedan jetzt nicht ganz so genial. Ihr erinnert euch, ich glaube, das war die wir im... Pilzwald bekommen haben, wo man diesen Schild um sich rum craften ist vermutlich auch nicht das richtige Wort, aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ihr mögt es mir verzeihen, ich stehe gerade ein bisschen neben mir. Wir sind jetzt wieder bei der Passage nach innen. Was ist das? Will ich hier lang? Weg zur Haupthalle. Okay.
Ich will jetzt erstmal hier runtergehen, weil ich weiß nicht, welches der Weg ist, der uns hier wirklich weiterbringt. Hier oben war doch noch irgendein Weg. Ja? Ach, aber ihr hört wieder auf mit dem Muster. Okay, das heißt, ihr seid normale, brave Gegner. Ja, damit kann man noch leben. Wunderbärchen. Alles klärchen. Wow. Da haben wir hier irgendwie... Skelettische Volksfront. Volksfront von Skeleton. Was ist das zum... Warum seid ihr so viele und warum sehe ich euch doppelt? Hab doch gar nichts getrunken. Außer Kaffee. Schön warm, brühwarmen Kaffee. Und das auch erst heute Morgen. Mensch. Krass, schon wieder Energie erhöht. Okay, okay. Jawohl, ja. Das heißt, wenn jetzt das eine eins ist, das wir in Kral gefunden haben, dann sollten wir jetzt hier zwei gefunden haben. Und ich meine, dann sind noch zwei hier. Gut, dann geht's doch jetzt erstmal hier weiter. War jetzt fast meine Überlegung, das Juwel nochmal abzuspeichern, aber hey. Weg zur Haupthalle. Ha. Was sagt uns das? Was passiert hier? Du kannst ruhig deinen Hals ein bisschen strecken. Lass mal ein bisschen frische Luft dran. Riecht doch schon bestimmt total gammelig, solange wie der nicht mehr geduscht hat. Und hier ist nochmal ein Skelett hier oben. Ich würde nochmal gucken, ob der Kollege hier irgendwas zu sagen hat oder wir noch einen Einkaufszettel finden. Die sterblichen Reste eines Abenteurers sind über den Boden verteilt. Zwischen den Knochen ist ein Pergament versteckt. Eine Liebesbekundung? An das andere Skelett? Das wäre jetzt aber ein bisschen makaber. Angkor Wat Forschungsbericht Freesia, das ist doch dieser... Das ist doch hier der Typ, der die ganze Expedition angeführt hat. Es gibt einen Tempel, der einen Geist beherbergt. Im ersten Stock der Eingangshalle endet der Weg in einem hellen Raum. Dieser Raum führt zum obersten Stockwerk, doch das Licht ist zu hell, um den Weg zu erkennen. Nur eine Sonnenbrille kann Dunkel in das Licht bringen. Was? Nahe der Eingangshalle sah ich etwas Glänzendes, ich musste jedoch fliehen. Nahe der Eingangshalle waren wir da schon? Ich werde schwächer. Vielleicht wird jemand eines Tages meine Aufzeichnungen nutzen können. Ja, ich frage mich tatsächlich immer, wie die das dann hier machen. Also das gibt's ja auch in total vielen Filmen, zum Beispiel bei Herr der Ringe in Moria mit den Zwergen, wobei man da natürlich nicht weiß oder... Vermutlich, man weiß, wenn ich es recht im Kopf habe, wie viel Zeit da vergangen ist. Das heißt, die waren eine ganze Zeit da unten. Und haben quasi die Tür festgehalten oder zugehalten. Aber bei Fällen wie jetzt hier, frage ich mich ehrlich gesagt immer, wie die das irgendwie so halb am Sterben noch aufschreiben können überhaupt. Ich bin gerade nicht ganz... Ja! Wow, da war sogar einer! Ups! Ja, super, das bringt uns jetzt natürlich nicht viel, denn der bewegt sich ja nicht mehr und zieht auch seinen Hals nicht aus. Boah, hält aber doch relativ lange hier, der Earthquaker hier. Und schon rennt er wieder wie ein Gestörter auf uns los. Ich fasse es nicht. Okay, das heißt, das bringt uns hier aber nicht wirklich viel. Irgendwas ist noch hier oben. Aha. Okay. Fahr mal deinen schönen Hals aus. Mensch, ist der schön. Richtig schön geputzt. Schön poliert. Ein Gegner. Ein Gegner? Ein Gegner?
Aber ich sehe keinen. Okay. Okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Wollen wir hier rein? Können wir hier rein? Ich kann hier überhaupt nicht rein, scheinbar. Okay, hier oben waren wir drauf. Ich bin noch nicht ganz... Da oben ist der Knödel. Da oben ist der Knödel. Ja, aber da war der Gärtner wirklich fleißig. Ihr seht, dass wir kommen hier irgendwie nicht über die Seiten rein. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Und ich will jetzt eigentlich ungern da oben lang, weil ich nicht weiß, was das treibt, was das tut. Ah, okay, wir können hier aber nirgendwo... Wir können hier nirgendwo lang. Da drüben ist ein Gegner. Und wir kommen hier aber nirgendwo durch. Okay. Wir kommen hier aber... Wir kommen hier aber lang. Puh. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, außer hier reinzugehen. Und das macht keinen Sinn für mich. Haupthalle, erster Stock. Ja, doch, dann macht das Sinn. Denn wir müssen ja in den ersten Stock. Und es hieß, dass wir da nicht weiterkommen. Das heißt, solange wir nicht hochgehen in den ersten Stock, dürfte ja eigentlich alles in Butter sein. Ja, klar. Und wir lassen uns natürlich einmal noch treffen. Einfach, weil es so schön ist. Und lange nicht mehr passiert ist. Ich bin ein bisschen verwundert. Aber ich will es jetzt nicht beschreien, weil Murphy, wenn der jetzt Langeweile hat, dann hört der mit. Gut, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang mit euch. Wow. Hoppla. Ihr habt ja Spaß. Und ich auch, wenn hier alle sterben. Das ist nämlich ziemlich nett. Wups. Das war jetzt allerdings nicht so geil. Wo ist er denn hin? Was macht er denn? Kommt der nochmal? Frieden total sauer, haut einfach irgendwo... Irgendwo hin. Was? Boah, huch! Da bin ich voll zusammengezuckt in meinem Stuhl, ey. Wegen so einem scheiß rosafarbenen Schädel. Ist es denn schon soweit, ja? Huch! Was ist denn jetzt los? Yeah, aber die Stärke hat sich erhöht. Coole Sache. Und hier ist ein Portal von Gaia. Das schnalle ich jetzt nicht. Wie soll ich denn da dran kommen? Und hier ist noch eine Kiste. Das könnte tatsächlich auch ein rotes Juwel sein. Aha! Okay, jetzt sind wir aber hier. Yay, und da war auch der letzte Gegner. Seht ihr das? Hier blinkt's doch, oder? Hier blinkt's doch. Was? Scheiße! Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich's weggedrückt. Du hast die Sonnenbrille gefunden. Nice. Okay. Krass, gleich mal gucken. Ja, geilo. Sonnenbrille, die Brille schützt vor hellem Licht. Und lässt einen außerdem aussehen wie der nächste Checker. Yeah. Die Gläser der Brille sind aus schwarzem Kristall. Sie halten helles Licht ab. Krass, die hätte ich jetzt da nicht erwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, aber das ist dann ergo falsch, dass mit Eingangshalle der andere Garten gemeint war, weil da ging es ja auch rechts und links raus. Und ich dachte mir noch, ist das komisch? Ist das einfach nur so oder ist da irgendwas? Deswegen wäre ich jetzt eigentlich da lang gegangen. Was zum... Ist das? Kurz nach dem Betreten wird der gesamte Raum mit gleißendem Licht durchflutet. Wenn die Kristalle das Licht darstellen sollen, weiß ich aber auch nicht mehr. Sind das Gegner? Was ist das? Was ist das? Was war das?
Ach, und das war ein anderer. Oh, Scusi. Ja, da bin ich jetzt noch ein bisschen verwirrt. Hier sind jede Menge Löcher im Boden. Die kann ich hier nicht erwischen. Ha, das sieht aus wie... Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das Gegner sind. Ey, wirklich nicht. Puh, war das knapp. Okay, hier können wir runterspringen. Und diese eine Öffnung hier in der... Wow, nein! Jetzt wollte ich eigentlich... Komm, was soll der Geiz? Ich möchte eigentlich noch das Juwel holen, bevor ich jetzt weitergehe. Und abspeichere einfach, dass wir das safe haben. Ich weiß im Moment nicht, ob das ein Juwel ist. Ich kann es mir allerdings nur so vorstellen. Ich glaube, das war eins zu früh. Jo, aber macht nichts. Ich bin mal gespannt, ob das noch weitergeht hier mit dem Runterspringen. Ob es da noch irgendwie eine Mechanik gibt. Das Juwel ist hier. Okay. Das heißt, es muss noch weitere Löcher geben, denn die beiden, die waren es auf alle Fälle nicht. Dann also doch mal direkt hier lang und die Dinger machen mich irgendwie leicht nervös. Scheiße, und jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob es hier unten nochmal weiterging. Das würde ich dann tatsächlich nochmal abspeichern. Und dann nochmal nachgucken, was da unten ist. Und ich weiß, es gibt jetzt einen ewig langer Part, aber hey, wer es nicht gucken will, braucht es nicht gucken. Und ich denke mir jetzt einfach, wir haben das ja einmal gemacht beim ersten Dungeon mit Kastod, wo ich einfach gesagt habe, komm, ich will den ersten Dungeon ganz sehen. Und ich muss jetzt nochmal gucken, was Gaia hier zu sagen hat. In Angkor Wat befindet sich ein Tempel. Er ist tief im Urwald verborgen und gut getarnt. Nur wenige haben ihn bisher gefunden. Auf der oberen Ebene wirst du den Grund deiner Reise begreifen. Das klingt, als wäre da irgendwas Special-mäßiges da oben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch einen Boss haben, was für einen Boss wir haben. Ich habe es gespielt einmal bis zur Pyramide, habe ich ja gesagt, irgendwann mal. Und ich weiß, dass da auf alle Fälle ein Boss wartet. Ich weiß aber nicht, was uns hier erwarten soll. Denn ich kann mir bei allen Gedanken, die ich habe, jetzt nicht vorstellen, was das für ein Boss sein soll. Ja, klar. Ja, klar. Alter, und er gibt uns gleich mal knüppeldick hier drauf. Die Kristalle machen mich nervös. Ich weiß nicht, ob die da sind, genau zu dem Zweck eben. Upsi. Ja, geil. Boah, das heißt eigentlich auch, je nachdem, wie lange der Dungeon noch geht. Und ich glaube, hier ist das Juwel. Jawohl, ja. Geil, das heißt, wir haben noch eins, glaube ich, zu finden. Okay, damit komme ich klar. Ist die Frage, ob ich das hier nochmal abspeichern will. Ach komm, was soll der Rotz? Ich kann ja auch... Okay, die machen keinen Schaden, oder? Die machen keinen Schaden. Okay, und hier ist absolut gar nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Haupthalle, dritter Stock. 11 Gegner, eine Kraft. Okay. Was willst du? Was tust du hier? Ja, das ist wahrscheinlich die beste Variante hier, um die zu killen. Ist dieser Slide einfach, weil der, glaube ich, einfach noch einen zweiten Schaden mitnimmt. Ja, klar. Ah, ich hasse die Gegner.
Wobei, die sind nur halb so schlimm wie diese ganzen, dieses ganze Fliegengesocks hier. Und wir können hier zumindest im Moment noch nirgendwo hoch. Das heißt, wir können hier nur lang. Ah, und vielleicht noch den Gegner hier oben killen, wenn es Spaß macht. Ja, okay. Willst du? Willst du? Nee, willst du nicht. Gut, dann kommen wir hier eh nochmal runter. Ha, der hat uns durchschaut, der Lümmel. Ja, klar. Hast du Angst zu sterben, oder was? Ist doch eh schon total verkrotzt, ey. Das macht, glaube ich, nicht mehr so den Unterschied, ob da irgendwas lebt oder nicht. Huch! Okay, da geht's auch runter. Da geht's auch runter. Was erwartet uns hier? Ich weiß halt ehrlich gesagt dann nicht, als ob ich mich diese Sprünge schon trauen soll. Denn ich weiß nicht, ob wir dann hier nochmal hochkommen, weil ich nicht weiß, wo wir hinkommen eben. Was? Nochmal? Das ist doch nicht random gewesen, oder? Also die Dinger kommen doch eigentlich in einer bestimmten Reihenfolge vorgegeben vom Spiel. Jawohl, ja! Was? Shit, Inventar ist voll. Okay, aber wir haben eins hier bekommen. Wir rüsten das mal aus. Und ich glaube, man kann die... Ja, das fliegt hier direkt zum Juwelier. Das machen wir auch einfach mal. Zumindest mit den beiden. Bei den anderen kann ich es ja offscreen machen. Das heißt, wir haben jetzt eins aus Gral und haben vier hier. Geil. Okay. Dann kann ich mich ja eigentlich innerlich schon mal beruhigen. Denn ich habe echt gedacht, wenn wir jetzt hier noch eins verpassen, so viele gibt's gar nicht mehr, dann haben wir vermutlich ein Problem. Haupthalle, dritter Stock. Dann müssten wir es doch eigentlich auch bald haben. Boah, ich bin so saumäßig gespannt. Was hier ist? Ich habe keine Ahnung, was für ein Boss das hier war. Wow! Ah, da hat das Timing, glaube ich, nicht so gestimmt. Dafür hier, auch wenn es nicht schön war, es war wenigstens in irgendeiner Art und Weise. Shit, jawohl. Jetzt kommen sie alle. Jetzt wollen sie alle Stunk machen hier. Nein! Wow. Da wären wir fast runtergefallen. Und das war, glaube ich, nicht das, was man so gerne möchte. Zumindest nicht, wenn man es bis in den dritten Stock geschafft hat. Ja, klar. Er zögert seinen Tod nochmal raus. Oh, Mann. Cool, Abwehr finde ich jetzt auch mal geil zur Abwechslung. Also, wie gesagt, wenn ihr da Ahnung habt, könnt ihr mir das gerne irgendwie mitteilen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gewollt ist, hier so viel Lebensenergie zu bekommen. Vierter Stock. Vierter Stock. Aber kein einziger Gegner. Da stimmt doch irgendwas nicht. Da stimmt doch jetzt irgendwas nicht. Okay. Boah, ich glaube, das ist die letzte Treppe. will ich speichern? Das Dumme ist, wenn ich jetzt zurücklaufe, das ist so ein langer Weg. Pff, scheiße. Was soll's ich... Okay. Okay. Wir haben keine Map mehr hier. Was zum Teufel bist du? Ja, ein Licht und es leuchtet blau. Ich weiß, aber das ist jetzt nicht so die passende Zeit für Rambo-Zitate. Was macht das hier? Okay. Okay, ich würde sagen, wir finden es mal noch raus. Will, seit Jahrhunderten habe ich schon auf den Kong gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen.
Okay, sind wir jetzt auf dem Trip oder? Ach du Scheiße, wie geil. Also nicht die Welt hier, sondern die Musik. Ich bin auch einfach mal leise jetzt. Die ist so genial. Die ist so scheiße genial. Was? Was ist das? Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statuen im Gral. Du irrst, es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Sollte das nicht eigentlich Will sagen? Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich in diese fremde Welt? Bäume wurden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben. Wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Oh, das ist aber jetzt ein bisschen, eine Aussage, die kann man zwiegespalten sehen. Geh nun zurück zum Gral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal, bringe ihnen Erlösung. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin gerade noch geflasht. Als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonenrose in meiner Hand hielt. Die was? Wer? Was? Badabums! Du hast die Gorgonenrose erhalten. Okay, was für ein Zungenbrecher. Wow. Wow, also ich bin gerade echt tierisch geflasht. Die Szene, ich habe die gar nicht mehr im Kopf gehabt. Aber das macht Sinn. Wir werden das, glaube ich, an späterer Stelle im Spiel nochmal erfahren, was genau uns hier gezeigt wurde, wenn ihr es nicht schon selber wisst. Holy shit. Die Szene, die Musik, ich bin jetzt erstmal echt baff. Und ich würde sagen, ich werde einfach offscreen hier den Weg zurücklaufen und wir sehen uns beim nächsten Mal in Kral. Bis dann.